Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Projekt von mir auf Sofa Gaming. Und zwar The Vanishing of Ethan Carter von The Astronauts, eine Firma, die vorher Spiele gemacht hat wie unter anderem Painkiller, Bulletstorm und auch ein Gears of War Teil. Also, das ist natürlich nicht nur von denen, sondern das ist ein achtköpfiges Team. Und die Leute, die da unter anderem jetzt die Führung haben, haben vorher an diesen Shootern gearbeitet. Das hier geht in eine ganz andere Richtung, werden wir gleich sehen. Das ist mehr, manche Leute nennen das Wandersimulator. So weit will ich nicht unbedingt gehen. Das wird ein Adventure sein. Aus der Ego-Perspektive mit ziemlich viel Mystery-Elementen. Und wir fangen einfach mal an. Und klicken auf Neues Spiel. Ja, Spielstand bitte überschreiben. Ich habe einmal schon kurz reinguckt, ob das alles funktioniert mit dem Aufnehmen, mit der Config und dergleichen. Eine Grafikeinstellung gemacht. Und das sollte so funktionieren. Ja, dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung, das dich nicht an der Hand nimmt. Das ist schon ein sehr wichtiges Element, was wir da verpasst bekommen. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail, but soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. So, und da fällt mir gerade noch ein. Eine Grafiksache habe ich zu viel ausgestellt. Und zwar Blumen. Blumen kann anbleiben. Damit wir auch die richtigen Leuchteffekte und Lichteffekte haben. Jetzt kann man einfach gerade mal dieses Bild hier auf sich wirken lassen, wie extrem geil das aussieht. Dafür, dass es von einem kleinen Indie-Team ist. Extrem gute Grafik. Also richtig, richtig gute. Vor allem, das ist die Unreal Engine. Also finde ich schon richtig fett. Auch diese ganzen Nebeleffekte und so. Ja, was wissen wir bisher? Wir sind im Red Creek Valley. Ich habe übrigens englische Sprachausgabe gewählt. Die Alternative war Polnisch. Ich weiß nicht, wie gut euer Polnisch ist. Meins ist nicht so geil. Deutsche Untertitel, selbstverständlich. Und ja, wir wissen, dass wir Paul Prospero sind, ein Privatdetektiv mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und ein Junge namens Ethan Carter uns geschrieben hat. Und jetzt einfach mal. Holy fuck. Holy fuck, fuck. Hier umgucken. Okay, scheinbar sind wir nicht ganz so willkommen hier. Okay, kann man so eine Vision holen, also einen Teil seiner so Vision. Irgendwer baut hier scheinbar Fallen gegen Leute, die dieses Valley hier betreten. Sind auch irgendwie aus dem Eisenbahntunnel gekommen. Nicht irgendwie mit dem Auto vorgefahren oder an der Bahnstation ausgestiegen, sondern wir kommen mit der, zu Fuß auf der Eisenbahnstrecke. Warum auch nicht? Okay, gucken wir uns mal so ein bisschen weiter hier um, was hier noch so gibt alles. Ich muss sagen, es sieht schon ziemlich geil aus einfach. Gerade hier diese ganzen Beleuchtungseffekte da hinten. Okay, also diese Fallen machen mich fertig. Haben wir schon die zweite gefunden. Okay, so formt sich so eine Vision. Ich glaube, so zwei oder drei Teile werden wir noch brauchen dafür. Da hat er hier schön rostige Nägel in so eine Planke gehauen. Dann gucken wir uns gerade auch mal hier einfach mal um. Also, wie das Spiel schon gesagt hat, es wird uns nicht an der Hand nehmen, sondern wir müssen alles irgendwie selber rausfinden. Das ist ein bisschen die Dark Souls, Demon Souls Schiene. Stehe ich ja eigentlich drauf, also von daher ist das, glaube ich, ziemlich cool. Und was für viele fiese Fallen, die Leute hier gebaut haben. Vor allen Dingen, also das könnte ich mir vorstellen, dass das gegen Tiere ist oder so, dass halt das Tier da reinfallen soll und dann da drin Kopeister geht, aber. Das andere war doch eher klar gegen den Menschen. Das Ding, was so runtergefallen ist. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Da liegt doch auch was, ja, genau.
ist ein Fangeisen. Das ist eigentlich auch mehr gegen Tiere. Okay, was sehen wir denn in der Vision bisher? Das ist irgendwo am Waldrand, denke ich mal. Da liegen irgendwie Steine oder sowas auf dem Boden. Okay. Das sieht einfach so geil aus mit dem Nebel. Könnte ich jetzt einfach hier so stehen bleiben, 10 Minuten mir das angucken. Aber dann will man nicht wirklich vorankommen, von daher lasse ich das. Gehen wir mal hier diesen kleinen Weg lang. Leuchteffekte rocken auf jeden Fall auch. Merkt schon, das Ganze geht in so eine, ja, okkulte Mystery-Geschichte. Das sieht sowas von gut aus hier. Und das könnte ich mir so als Desktop-Hintergrund einfach mal gut vorstellen. Gut, dass einfach gezeichnet ist auch der Hintergrund. Hat schon was. Ich werde wahrscheinlich versuchen, noch im Verlauf der Folgen die Grafik noch ein bisschen anzuschrauben. Ich will jetzt erstmal nur gucken, wie es jetzt momentan aussieht. Das finde ich schon einigermaßen gut. Können wir uns auch sprinten. Also es soll wohl keine richtigen Horror-Schocker in dem Spiel geben, was ich bisher gelesen habe von den Entwicklern selber, sondern es soll mehr alles so unterschwellig, permanent gruselig sein. Es ist eher so eine relativ düstere Atmosphäre, dass das Spiel jetzt schon verdammt gut schafft bei mir. So eine innere Angespanntheit quasi hat die ganze Zeit. Okay, hier haben wir die letzte Falle. Fühlen heißt übrigens fühlen. So, dann haben wir die Vision komplett. Okay, und wir sehen, das waren keine Steine, sondern Totenschädel und Skelette, die hier lagen. Sehr angenehm. Und hier vorne an dem Baum. Oh, da können wir was lesen. Machen wir das doch. Also ich kann das drehen. Das ist die Zeichnung auf hinten drauf. Das sieht aus, als ob es da brennt. Da ist auch die Falle im Baum unten. Lass mir einfach den Text auf Deutsch anzeigen. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Okay, klingt, als ob er über jemanden schreibt, der ein ziemliches Alkoholproblem hat. So würde ich das jetzt interpretieren. Das wird uns wahrscheinlich nicht erklärt werden, wenn ich das Spiel bisher richtig verstehe. Also interpretiere ich das einfach mal frei und Saft dürfte da wahrscheinlich für Schnaps stehen. Der alte Mann hat halt ein krasses Alkoholproblem. Ja, hier sehen wir, wie sich das Feuer sich ausbreitet auf dem Stück Papier. Akzeptieren wir das mal. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay, also Ed scheint, hier ist auch schon die Schnapsflasche oder die mehreren. Scheint sich meine Theorie zu verstärken. Also wenn da Schnaps drin war, aber ich vermute einfach mal, dass es Schnaps wäre. Können wir uns noch ducken. Ed ist scheinbar der Großvater von Ethan und Ethan ist halt Ethan Carter. Der Namensgeber des Spiels. Hier hat jemand versucht, einen Zeitungsartikel zu verbrennen. One dead in house fire. And after the public hearing, no answers for Vandegrift heirs. Okay, das sind zwei Artikel. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomo. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief, als der Brand in dem abgelegenen Haus in 46 Old Ogden Road in Creek Valley ausbrach, das früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt.
Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehefrau Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr zum Unfallort geschickt und verblieben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. 4 Stunden später kehrten sie zu dem Anwesen zurück, um Blutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Masonville war am Unfallort in Bereitschaft. Okay. Das ist der andere Artikel. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift Erben von Tom Orton. Bayfield County. Also das ist scheinbar die Vandegrift, das ist scheinbar dieses Anwesen, was da abgebrannt ist. Mitglieder der Familie Vandegrift versammelten sich heute erneut im Gericht von Bayfield County, um über das Vandegrift-Vermögen zu verhandeln, das seit 1961 treuhänderisch verwaltet wurde, als Albert Vandegrift im Alter von 71 Jahren beim Grubenunglück ums Leben kam. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. Das scheint irgendwie so ein Patriarch in der Gegend gewesen zu sein, der viel aufgebaut hat. James Vandegrift, 38 Jahre alt, aus Chicago behauptete, die Ansprüche seines Vaters wären unverschämt gewesen und viele Vandegrift-Familienmitglieder hätten persönliche Gründe, nicht in Red Creek Valley auf dem Vandegrift-Anwesen zu leben, wie im Testament des älteren Vandegrift festgelegt. Das Feuer, bei dem das Vandegrift-Anwesen vor kurzem beschädigt wurde, so sagt er, hat die Bedenken seiner Familie noch weiter hervorgehoben. Seit 1967 lebt die Familie Carter auf dem früheren Vandegrift-Anwesen als Hausverwalter. Ja, von denen ist ja einer verstorben. Bei dem Brand. Okay, wir können das also nicht mitnehmen, wir können es nur zurücklegen. Machen wir das mal. Wir haben schon mal so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen über das Dorfleben oder über das Leben hier in dem Tal. Dann erkunden wir mal weiter. Ich werde jetzt ab und zu mal daran denken, dass ich sprinte, damit das alles nicht so Ewigkeiten dauert. Aber das hier möchte ich einfach im Gehen genießen. Bridge closed, do not enter. Ja, okay. Das Radschlag, den wir gleich schon mal in den Wind schlagen. Das sieht auch cool aus, einfach hier mit dem Staub und dem Wind. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned 2 things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Tja. Ethan hat uns also Briefe geschrieben und hat uns vorgewarnt, dass das hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Da hinten sehen wir scheinbar irgendwie einen Bahnhof oder so, oder ein Haus zumindest. Da hinten ist dann so eine Art Damm mit einer Brücke und ich glaube, da hinten ist dann auch das Dorf, wenn ich das richtig sehe. Und hier ist irgendwie schon länger auch kein Zug mehr über diese Brücke gefahren, behaupte ich, weil die sonst einfach mal da unten drin verschwinden würde. Wie gut sieht das Wasser eigentlich aus, fällt mir aber so auf. Also gerade wenn man sie so runterguckt, hammergeil gemacht. Wie gesagt, 8 Leute an dem Projekt beteiligt. Dicken Respekt dafür. Und vor allem auch was ganz anderes als das, was sie vorher gemacht haben. Das mit den Shootern vergleicht. Da vorne steht irgendeine Bahn. Gehen wir da mal hin. Ich kann übrigens irgendwie nicht speichern, also es gibt nur Autosave Points. Das heißt, für mich Panikspeicherer wird das ganz schön übel hier. Oh, hier klebt Blut dran. Bluttier, Mensch. Unfall, Mord. Kurbelwelle. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel, 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 Kurbel. Okay. Okay, ich habe das System, glaube ich, relativ schnell kapiert. Wenn das so rumschwirrt in die Richtung, wo das der entsprechende Ort ist, den ich hier suche, also diese Kurbel, wenn ich da hingucke, ja, da hinten muss irgendwie die Kurbel sein. Jetzt kann ich B gedrückt halten, dann sehe ich eine Vision von dem Gegenstand, wo der liegt. Steine,
Irgendwo am Ufer. Okay. Noch vor dieser komischen Brücke da hinten. Das ist ein cooles System. Gefällt mir. Okay, ich kann hier die Bahn betreten. Machen wir es doch mal. Aber ohne die Kurbel wird die nicht an sein. Nicht ausschalten. Vor und zurück. Kann ich da nicht viel machen. Gehen wir wieder raus. Sieht einfach so geil atmosphärisch aus hier alles. Gefällt mir mega gut. Gehen wir hier auf dem Weg weiter. Der Soundtrack ist übrigens auch ziemlich genial. Der ist zum Glück bei der Vorbestellerversion von dem Spiel dabei gewesen. Das heißt, wenn ich mal in finsterer Stimmung bin, kann ich mir die jederzeit anhören. Was ist hier? Seil. Gekappte Verbindung. Aufgeschnürt, gebunden. Kein Blut. Seil. Ja, Seil ist erstmal keine verkehrte Aussage. War wahrscheinlich irgendwie festgebunden oder so, der sich dabei befreit hat. Also sonst wäre hier etwas Blut, wenn die Bahn über den drüber gefahren wäre. Und vorne an der Bahn war ja Blut. Ja. Lecker. Ich hoffe, ihr habt nicht gerade gegessen oder so. Rest der Leiche. Blutspur. Opfer. Weggezerrt, weggekrochen. Abgetrennte Beine. So sieht's mal aus, Freunde. Also das setzt gleich mal hier den Grundton für das Spiel. Wir folgen einfach mal der Blutspur. Ja, der ist nicht ganz so weit gekommen. Untersuchen. Blut von Beinen, Blut von... gebrochener Schädel, Todesursache, Blutverlust, Kopftrauma, berühren. Okay, kriegst du eine Mini-Vision, also ich glaube, ich muss hier auf der anderen Teile sammeln. Under construction, okay. Benzin, Diesel. Fallen gelassen, unvorsichtig, in Eile, absichtlich. Kanister, okay. Sollen wir hier noch untersuchen? Ausgetrocknetes Gras. Keine Sonne, da wird irgendwas drüber gestanden haben. Rechteckig. Ja, die Bahn wahrscheinlich. Lok von vor der Brücke. Lok, Lok, Lok. Ja, die Lok da hinten. Lok wird hier stehen oder gestanden haben. Also hat die scheinbar jemand weggefahren. Und dann bei dem armen Kerl von da vorne die Beine damit abgetrennt. Kranker Shit schon mal. Fehlt aber noch der, der sich festgebunden war. Oder der hat sich losgemacht und wurde dann trotzdem noch überfahren. Weil ihm ja auch noch irgendwie jemand scheinbar den Schädel eingeschlagen hat. Ist auch nicht so die geilste Art, irgendwie zu sterben. Dass dir die Beine abgefahren werden, dann kriegst du weg und dann schlägt jemand den Schädel ein. Und hier fehlt auch irgendwas. Stein, Rasenloch, frischer Schmutz. Stein. Irgendwo da vorne. Da liegt der Stein. Neben einem abgesägten Baumstumpf. Okay. Das müsste irgendwo hier sein. Wo ist denn hier? Ah, da. Da ist der Baumstumpf. Stein. Da klebt auf jeden Fall Blut dran. Den nehme ich mal mit. Ich habe keine Inventaransicht oder so. Kann ich den dann da jetzt hinlegen? Stein fixieren. Das Geräusch klang so, als ob ich was richtig gemacht hätte. Gucken wir mal, ob sich hier bei der Vision was verändert hat. Ja, ist ein bisschen größer geworden. Nicht viel, aber ein wenig.
Hier komme ich auf jeden Fall zum Ufer runter. Da hinten haben wir nochmal den Blick. Ja, da sind auf jeden Fall Häuser. Also das dürfte das Dorf sein. In Red Creek Valley. Da vorne ist der... Ich glaube, es ist der Bahnhof. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber ich bin mir doch relativ sicher. So, hier kommen wir zum Ufer runter. Hier müsste irgendwo dann ja die Kurbel liegen. Da. Ja, und hier ist auf jeden Fall auch Blut dran. Die nehmen wir mal mit. Die kann ich jetzt da bestimmt vorne an die Lok dran machen. Die Lok anmachen. Und das ganze Ding dann zurückfahren, um das einigermaßen zu rekonstruieren, weil ich vermute einfach mal, dass das die Intention ist. Also, dass ich die Lok hier vorne hinstelle und dann sozusagen nachstelle, was hier passiert ist. Das probieren wir auf jeden Fall jetzt eben noch in der Folge. Folgenlänge wird irgendwie immer so 20 Minuten betragen, denke ich mal. Wenn ich merke, dass ich nicht vorankomme, wird es auch mal länger sein. Muss sie mit mir leiden. So, Kurbel fixieren. Klang wieder so, als ob ich was richtig gemacht hätte. Klicken wir mal ein bisschen. Okay, die Lok hat scheinbar noch Strom. Dann fahren wir mal nach hinten zurück. Muss gedrückt halten, okay. Ich hab den schon fix. So, die Beine sind hier schon ab. Richtig? Ne, ich muss weiter vor, okay. Ich glaube, ich muss genau bei diesen Flecken stehen, wo das Gras halt nicht grün ist. Ich denke, hier ist nicht so schlecht. Das ist doch der Kanister. Das klang ziemlich gut. So, gucken wir mal, was sich jetzt an der Leiche hier getan hat. Rauskriegen, was hier passiert ist. Das sieht gut aus. Okay, teilen sich irgendwelche Lichter. Steht auf jeden Fall schon mal ein Typ mit der Kurbel in der Hand. Ich denke mal, der hat ihm dann den Rest gegeben, nachdem er seine Beine verloren hat. Was machen diese Lichter? Ah, da sehe ich mehr von der Vision. Da ist ein kleiner Junge, der da kniet. Und der alte Mann? Ist der alt? Ich glaube schon, dass der alt ist. Auf jeden Fall guckt er ziemlich grimmig. Das Ding in der Hand. Okay. Da sind sie beide noch da. Beide auch am Leben. Hinten ist noch ein Teil. Der alte Mann nimmt sich den Stein. Ah, hier hat er den Stein schon in der Hand dann. Okay, dann hat er den wahrscheinlich damit wieder geschlagen. Hat er den da hinten angebunden? Oder... Hä? Den kleinen Jungen verstehe ich noch nicht. Okay, er verliert auf... Also, er ist auf jeden Fall der Typ, der seine Beine verliert. Dann müsste er jetzt hier auch angebunden sein. Nö. What the fuck? Kleiner Junge war hier angebunden. Und er
Hat ihn der scheinbar angebunden, in der Tat. Okay, jetzt kann ich das chronologisch ordnen. Ich würde sagen, das ist die Ausgangssituation. Er bittet den kleinen Jungen da an. Die erste Folge mache ich übrigens ein bisschen länger, denke ich. Nächste müsste sein, er nimmt sich den Stein. Den Stein hat er hier ja schon. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall der Stein. Dann ist das die 3. Ja, was ist hier passiert? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Er sieht so aus, als ob er irgendwie da schon was an den Kopf bekommen hätte. Weil er hält sich hier den Kopf so. Der ist halt genau da, wo dann seine Beine abgefahren werden. Hier hat er schon keine Beine mehr. Das ist also der Punkt. Der kleine Junge ist irgendwie frei auf jeden Fall. Und das ist hier dann das Ende auf jeden Fall. Jetzt kann ich das visualisieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal, ob es passt. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Gale, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man. You need to go home. God damn it. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Okay, ich weiß eine Sache, ich möchte nicht diesem alten Mann begegnen. Travis, also der Typ, der hier ohne Beine und mit eingeschlagenem Schädel liegt, wollte scheinbar Ethan umbringen. Das wird der Ethan Carter sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und das andere scheint sein Großvater zu sein, mit dem Alkoholproblem, wenn ich das richtig deute. Der einfach mal hier den umgebracht hat, um seinen Enkel zu schützen. Der wollte, also Travis wollte irgendwie scheinbar die Stadt oder das Dorf oder was auch immer schützen. Mit dem Schläfer irgendwas geben, wer auch immer der Schläfer ist. Ich kenne ja aus Gothic 1 noch, da gab es einen Schläfer, aber ich glaube nicht, dass der gemeint ist. Das ist alles noch sehr mysteriös. Hier haben wir noch eine Vision, die vorher nicht da war. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no! I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. So. Ich denke, hier werden wir es dann auch gleich gut sein lassen für heute. Erst einen Einstieg bekommen. Ich könnte mich in diesem Wasser immer noch ergötzen. Und gucken mal, ob wir in der nächsten Folge es dann Richtung Dorf weiter schaffen, ob wir vielleicht auch mal lebende Menschen wieder treffen.
Oder ob die alle so drauf sind wie der Großvater, weil dann gehe ich da nicht hin. Dann gehen wir wieder zurück. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es geht morgen mit euch weiter. Bis dann.